Oh, da ist es. Ich sollte mal noch dran trinken. So, jetzt geht es schon viel besser. Ein wunderschön und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2, Version 1.4.5, 1.45. Let's go. It's me, Mario. So. Ja. So, wir haben noch 900 Kilometer vor uns. Das sollten wir eigentlich mit normaler Fahr, wie sagt man? Fahrweise locker in den 3 Stunden schaffen, folgen. Fertig zum Losfahren. Aber eigentlich habe ich echt noch Bock, weiter rumzuraven. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Wir brauchen mehr Folgen, wo wir einfach mal rumrasen können. Von daher würde ich mal sagen, in der Folge werden wir auch noch mal ein bisschen rumrasen. Dann kann es zwar sein, dass wir jetzt die restlichen 900 Kilometer allein in der Folge jetzt schaffen. Müssen wir uns für die nächsten 2 Folgen nochmal eine neue Mission suchen. Aber hey. Drauf geschieselt. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. So. Von daher würde ich mal sagen, legen wir mal direkt wieder ein bisschen Musik ein hier. Und. Das letzte Lied. Wow. So, und dann machen wir hier Tempomat hier auf wieder 150. Passt. Nein, ich will nicht blinken. Warum sind da so viele von diesen Parkwunderwerken? Ich mag dieses Gebiet hier. Da ist jedes Parken ein Wunderwerk der Technologie, der Technik. Von allem. So, da vorne schon der nächste Mautplatz. Gibt's doch ja nicht. So, also wir fahren entweder auf der A63 oder wir fahren auf der E5 oder auf der E70. Man kann sich wohl scheinbar aussuchen. Und der nächste Mautplatz. Komm, mal einigermaßen Geschwindigkeit drauf. Bumm, Maut. Wozu haben sie hier bei diesen Strecken überhaupt Geschwindigkeitsbegrenzungen, wenn man die Geschwindigkeiten eh nicht erreichen kann, um zu schnell zu fahren? Das kannst du doch gleich sagen. Fahrt einfach so schnell, wie ihr könnt. Dann ist alles gut. Nee, nee.
Espanol. Wow. Ein riesen Stocker. For the leg spike. Wow, sieht aber schön aus. Cool. Hat schon was hier, dieser Stelle. Ging. Architektonisch Meisterleistung. Alter, warum leckt das hier so? Gott, Gabriel. Ja, das ist halt. Die gesamte, alles was jenseits von dieser Meerenge, wollte ich gerade sagen, von dieser Landenge hier ist, alles das Gebiet, da habe ich immer riesige Stocker, also immer riesige Legspikes. Also irgendwie ist das gesamte Gebiet absolut grauenhaft programmiert oder erstellt oder designt oder alles gleichzeitig. Vielleicht sollten wir die Mission an der Stelle einfach abbrechen. Die ganzen letzten, weiß nicht, 6 Folgen vielleicht umsonst gespielt. Die letzten 5 sind in der 6. Wow. Ich sollte vielleicht mal auf die Straße achten. Vor allem, wenn ich hier rumherum speede. Ich denke mal, das macht Sinn. Vor allem bei den Kurven hier. Heilige Scheiße. Wer fährt denn die erfunden? So, da vorne kommt ein Tunnel, da muss ich aufpassen, weil er die Punchspur endet. Und die Straße ist ganz schön voll. Ah, der Tunnel hat tatsächlich einen Punchstreifen. Geil! Sehr cool. Und da vorne ist schon wieder Mord. Ey, glaubt das nicht. Ihr wollt mir alle verarschen hier. Ist doch nicht wahr. Die Spuren sind, by the way, ganz schön eng. Da musst du natürlich aufpassen, dass du mit der Auflieger irgendwo hängen bleibst. Denn das könnte ganz schön wehtun. Vor allem den Geldbeutel. Oh ja. Wir müssen unseren LKW sowieso bald mal reparieren. Ich meine, die 10% sind wahrscheinlich wieder die Reifen. Weil die waren letztens schon bei 8% und seitdem haben wir auch keinen Unfall gebaut. Also bräuchte mal bald mal einen Satz neue Reifen. Weil je weiter die abgenutzt sind, also je höher der Prozentwert ist, desto weiter schlingert, also desto weniger Haftung haben wir. Also die Gegend sieht schon echt schön aus. Muss man schon mal sagen, wie es ist. Auch architektonisch, so die ganzen Autobahnen und sowas, alles, wie Straßen angeordnet sind. Sehr schnickes Design, ja.
Hier kannst du echt etwas lang fahren. Wenn es nicht so ein Stocker-Hotspot wäre. Ich meine, hier ist gerade an der Stelle geht's. Aber ihr habt das vorhin gesehen. Als wir da gerade bei der Landenge da waren, da ist das wirklich. Was macht der schon wieder? Er hat links und rechts, links und rechts. Arschloch. Leider kann ich ihm rechts raus den Stinkefinger zeigen. Damit bräuchtest du so einen One-Piece-Arm. Aber da vorne geht schon wieder runter. Wie ich letztens gesagt habe, ne? In Kurven bremsen, tierisch aufpassen. Kann schnell nach hinten. Was macht denn der? Kann schnell nach hinten losgehen. Na gut, haut doch die wahre Teile. Ich meine, bis die Ware mit der Seitenkollision kaputt geht, dauert es ein bisschen. Da wird der Anwärter eher erstmal durch meinen Auflieger zerstört. Emotional Damage. Ja. Und der Auflieger interessiert niemanden. Also. Solange es nicht mehr privater ist. Also Suburban ist echt so ein Künstler, ich weiß nicht, so ein ganzes Album mit einmal von ihm könnte ich mir wahrscheinlich nicht geben, dafür ist die Musik doch zu anders, sag ich jetzt mal, aber wenn so ab und zu so das Lied zum Beispiel kommt, immer wieder geil. Vor allem, weil auch das eine Lied speziell sehr geil ist. Habt ihr gesehen, ne? Schön vor der Kurve bremsen und dann in der Kurve einfach nur rollen oder halt Gas geben. Aber wenn ich in der Kurve da jetzt gerade gebremst hätte, also direkt in der Kurve, wo ich da an dem LKW auch vorbeigezogen wäre, dann wäre schon wieder sehr riskant gewesen, dass ich nicht die Kontrolle über den Wagen verloren hätte. Und das wäre unschön gewesen. Sehr unschön. Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Dieser Stöcker? Der war nicht von dieser Welt, du. So, wie sieht's eigentlich aus mit Penn? Wow, wir sind schon fast da.
Alter. Ich dachte wirklich noch in der Folge. Ha. So, hier. Wer doch, wir müssen noch ein. Obwohl, wir brauchen laut ihm noch 5 Stunden. Das heißt, wir brauchen in Wirklichkeit maximal 3 Stunden. Also in-game. Müssen wir überhaupt noch pennen gehen? Eigentlich überhaupt nicht, ne? Schaffen wir locker. Hoffe ich. Selber schuld. Oh, noch 350 Kilometer. Easy, Alter. Geil. Tank reicht auch noch locker aus. Wie gesagt, pennen gehen sollten, wenn nicht müssten. Na, mal gucken. Ist doch geil. Oh, hier ist schon wieder alle voll. Aber was ist denn hier los mit den Leuten? Oh, schöne Brücke. Cool. Die war auch, glaube ich, bei einem von den Trailern von den neuen Versionen mit dabei, ne? Ich weiß nicht, bei den Trailern zu 1.44 oder 1.45, aber bloß zu der Version 1.44. Da war die Brücke, glaube ich, mit dabei. Naja. Wo ich halt bei Brücken immer Angst habe, ist, das ist einmal im American Truck Simulator passiert. Ich war, glaube ich, sogar im Let's Play. Dass an den Stellen, wo hier diese Punchstreifen ist, dass da eine Alpha-Wand ist. Also wenn man da reinfährt, man entweder hier oben an der Ecke hängen bleibt mit dem Auflieger, weil, ne, normalerweise, ach, wie gesagt, das war, glaube ich, im Let's Play, da bin ich mit dem Auflieger hier lang gerast. Also nicht bei der Brücke, sondern bei der anderen Brücke. Und der Auflieger hätte eigentlich bei dieser Kante hier locker dran vorbeigepasst. Aber da war noch so eine kleine Alpha-Wandfläche mit bei. Und da hat sich dann der Hänger voll drin verhangen natürlich. Und hat sich dann voll alles zerlegt. Also ist natürlich immer ein bisschen Gefahr, dass man hier davon aus oder hoffen muss, dass die Alpha-Wände wirklich so dimensioniert sind, wie auch die Objekte an sich. Weil ist natürlich Fahrt auf Sicht, ne? Auch wenn man denn nicht sieht, was da abgeht, kann sehr schnell ins Auge gehen, mein Freund. Oh, schön grüner LKW. Wow. Wow. Ich mag so leuchtende Sachen. Wir hatten ja auch vor kurzem diesen grün leuchtenden Auflieger, ne, diesen, wo ich gesagt habe, dass er schon fast neongrün ist. Der leuchtet im Dunkeln. Ich meine, grüner Auflieger und grüner LKW ist dann einfach zu viel. Ist dann A, kein Kontrast mehr und B, aber entweder oder zu haben. Ich meine, der andere muss natürlich auch dazu passen.
Also wenn du jetzt einen grünen Aufsteiger hast und einen gelben LKW, hast du zwar ein bisschen Kontrast, aber das sieht da einfach nur noch scheiße aus. Nee, aber so wie halt mein LKW, so ein bisschen weiß, aber ein bisschen so texturiert und dann so leuchtegrüne Aufsteiger, wie wir halt hatten, das sieht halt schon geil aus. Kann man schon echt machen. Ah, noch 200 Kilometer. Ich war wirklich noch voll in dieser Folge. Außer die letzten paar Kilometer sind ja nicht mehr Autobahn und wir können den nicht mehr so rasen. Aber jetzt sieht gerade alles echt danach aus, dass das ein Kindergeburtstag wird hier. Mal kurz gucken, meine Maus hier fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Nö. Verstellt ist sie nicht. Fühlt sich einfach nur komisch an. Die liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel schon wieder ein bisschen stockert. Bei der Gegend hier. Naja, ein bisschen untertrieben. Und dadurch war es natürlich auch das Lenken relativ schwer. Stockert hier schon wieder wie Sau. Eieieiei. Und das, wenn ich mit 140 Sachen durch die Gegend rumtucker. Das ist nicht gut. Da bringt mir Pippi in die Hose. Ah, jetzt geht's wieder. Bitte rechts halten. Also ein bisschen langsamer, dass da vorne ein bisschen unübersichtlich ist. Okay, ich muss da rein. Das ist mal eine schöne Gegend hier, Alter. Wow. Bitte links halten. That's not bad at all. Sehr schnieke. Sehr, sehr schnieke. Witzig, wie aus dieser Warnung genauso laut ist wie in der Kabine. Das macht Sinn.com. Da fing der LKW tatsächlich ein bisschen zu schlängern. Also nicht zu schlängern, sondern hier zu rutschen. Eieiei. Und das, wenn links neben mir die ganzen Pfosten hier sind. Oh, wir haben 150. Uhu. Geil, Alter. Da drückt einen das Adrenalin bis in die Hirnwindungen. Warum? Hä? Warum, mein Freund? Das ist nicht freundlich. Bitte links halten.
Warum muss jetzt dieses grüne Zeug da sein? Das ist Bullshit. Warte, ich werde müde. Tse. Bitte links halten. Sind eh gleich da. Nur 13 Minuten. Easy. Easy. Und die Folge geht auch noch 4 Minuten. Easy. Ah, davon ist ja schon das Ziel. Geilomato. Bitte links halten. Ja, ich bin aber rechts. Problem damit. Wenn ja, rufen Sie mal Anwalt an. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Müssen wir jetzt nach da oder nach da? Weil der rote Streifen ist voll in der Mitte, aber ich hätte eigentlich nach rechts gemusst, ne? Naja. Let's go. Nee, guck mal da oben. Hä, da ist Kreisverkehr? Ach, der Kreisverkehr ist hier über. Wow. Ach, die haben unten und oben Kreis. Alter, was denn das für eine Konstruktion hier? Das ist ja mal interessant, geil und ein bisschen verstörend. Bitte rechts halten. Sag mal, klaut mir gerade die Vorfahrt? Ach nee, er hatte Vorfahrt. Nie diese Ausfahrt. Nee, vorher nicht. Ah, keine Ahnung. Wow, witzige Gegend hier. Hier steht alles Kopf. Ich sollte mal mein Bildschirm drehen, ne? So, da vorne sind wir schon. Das am Ziel, meine ich doch. Biege nach links ab. Ah, lol. Okay. Der hat nur so aus, als wenn dieser eine Leitungsmast ein bisschen falsch ist, aber. Endlich. Wir sind da. Alles korrekt. So, hier müssen wir hin. Oh, mit der Laterne, da ist ein bisschen unglücklich positioniert, aber. Das sollten wir doch schaffen. Muss reichen. So. Geilomato. Heute überspringen wir ein Level. Ah, schade. Schade, hat nicht gereicht, ein Level zu überspringen. Na gut. Yay. Okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Würde ich mal sagen, machen wir deshalb auch direkt Feierabend. Und sehen uns jetzt zur nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir erstmal machen. Ich glaube mal, wir suchen erstmal eine Werkstatt auf und gucken, was wir mittlerweile so alles tun können. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann.